So, guten Morgen, willkommen zurück zu Die Reise ins All. Wir machen weiter auf der Erde. Ha, ich habe herausgefunden, warum es nicht geht mit dem Blablabla. Wir müssen erst noch was anderes tun. Ja. Bin ich froh, dass ich erst nochmal nachgeprüft habe, ne? Sonst wäre ich dran vorbeigelaufen. Etwas verpasst. Oh. Schrecklich. Wer kann den armen Jackal nur so etwas angetan haben? Seiner einzelgängerischen Art kann er sich doch kaum Feind gemacht haben. Ich mochte seine Frist nur noch nie. Er ist als einen erwischt haben. Am wenigsten ist es keine Unschuldheit und feiner Pingel. Ja, genau. Was herrschen hier noch für Zustände? Kaum glaubt man, im keinen Weg sicher gefunden zu haben, passiert so etwas. Also nein. Ich werde gleich einen Beschwerdebrief an meinen Vorsitzenden schreiben, der ihn dann unter Ablage P wie Papierkorb einordnet. Kein Zivilist fern, mal die Sauerei sauber, Herr Leutnant. Ja. Meine, dein Mann am Schamrand hängt zu sehen! Meine Güte, Schatz, was für ein scharfes Monokel. Oh, voll lang geschnitten. Kannst du erkennen, was es ist? Ich bin so leicht unkonzentriert gerade. Zu klein! Irgendwas Fitzliges! Müsst weniger finden! Es vergrößern! Ja, das hatten wir schon. Du, gewaltsam aufgebrochen und lässt los ausgeläumt. Ihr Güte, Dr. Jekyll! Er wird von seiner eigenen dunklen Seite heimgesucht worden sein. Du gütiger, ich verende, dass mir schaudern lässt. Ach. Jetzt kann er wenigstens in Ruhe schlafen. Muss man positiv sehen. So. Wir brauchen etwas zum Vergrößern halt. Ja, wir lassen ein größeres Bild davon malen. Ha. Brillante Idee. Wird natürlich hundertprozentig funktionieren. Und ich glaube, mit dem Maler mussten wir auch noch irgendwas machen. Das war ein Glück, Zeiten zu leben, die man sich wieder und wieder ganz sorgenfrei der erzeugenden Forschung aussetzen kann. So ist es, ja. Der dritte Arm, der uns glatt wächst, ignorieren wir jetzt einfach mal. So. Brauche etwas zu vergrößern. Dann nehmen wir zufällig dieses Mikrofon. Der vergrößert nicht Sachen mit dem Mikrofon. Jetzt sollten wir erkennen können, was da genau an den Scherben aus Jekylls Haus hängt. Sehen wir uns unser Fundstück einmal genauer an. Steht man denn da im Licht? Pardon. Na bitte, Spiegel wird ausgerichtet. Suche ein möglichst scharfes Bild eines Untersuchungsobjekts einstellen. Mit rauf und runter kannst du vergrößern, mit Glück verkleinern. Falls das Objekt sei scharf genug eingestellt, drücke Enter, um die Untersuchung zu beginnen. Jupp. Ein Stück zurück, glaube ich, und jetzt muss es schon passen. Aha, ich habe das natürlich nicht das letzte Mal getestet. Doch, aber danach habe ich leider aufgehört. Pörka, so ist es fabelhaft. Und das schon nach dem zweiten Versuch. Jetzt 80 Erfahrungspunkte. Moment. Mit jedem Versuch kriegt man... Es geht nicht besser, oder? Also, ich habe keinen Weg gefunden, glaube ich. Faden, also. Sagt irgendjemand etwas? Nein? Aha, tja. Wie gesagt, ein Faden. Ich würde einmal einen Blick drauf werfen, von Eleanor. Wie darf ich denn das verstehen? Geißal! Werden Sie durch Frauenkram! Oh oh. Frauenkram? Schön geschlecht! Hat du mal einen Blick für alles, was ihr in Armut zusammenfügt? Armut. Wie was? Ist natürlich recht, Liebster. Sieh mir den Vater mal an. Leute, sie erstaunen mich. Ich finde die Beschreibung so geil. Klausgrip, Grobleiden, doppelgezwirbelt, nach Maschenfuge auf G8. Gewöhnliche Stückbuste. Sagt mir jetzt überhaupt nichts. Aha! Hätte man auch schlau geworden, lieber Freund. Jetzt nix! Der war ein anderer über Frauenkram bestätigt! Ich wusste es, du hast aber doch abfällig gemeint. Schnickschnack! Hat recht, nur das zählt! Ich möchte diese faszinierende Diskussion doch wieder auf den eigentlichen Gegenstand gerichtet wissen. Ich war schon von der zerschlissenen Arbeiterjacke. Toll. Warum soll sich ein Angehöriger der niederen Schicht an Dr. Jekylls wenigen Habseligkeiten vergreifen? Ha! Ab davon! Hörst du da? Mit den Foxen am Boot! Nur Herr Schraub, Mord und Umsturz! Ah, ich schreibe glaube nicht so laut meine Stimme. Könnte auf jeden Fall nicht schaden, dieser Spur zu folgen. Auf dem Wegträger dieses formschönen Messingmikroskop liegen die Scherben aus Dr. Jekylls Quartier mitsamt eines Faden, bezweifellos vor einem Stück Arbeiterkleidung gestammt. Ich sollte mehr atmen beim Reden. Ach, Atmen wird eh völlig überbewertet.
Ja, ich glaube, da kommt Spreader noch ein anderer Spruch. Spreader, aber erst. So, wir müssen. Nein, hier nicht. Wir speichern erstmal. Gerade mal, was gleich kommt. Kann ich hier nicht auch nochmal irgendwo Energie auffüllen? Och, das vergesse ich immer wieder. Ey, das muss nach oben springen. Gut. Es reicht. Wir sind genug runtergefallen. So, ich war ganz da hinten drin, glaube ich, oder? Fast. Fast schon, ne? Ich weiß genau, wo ich hin muss, ne? Also. Ja, ich möchte gerne mal schlafen. Elnor, schläft mit offenen Augen. Diese faulen Entwickler, die zu faul sind, extra Grafik zu machen. Heißen hat sowieso keine Augen, der hat nur Augenbrauen. Anderen Leuten nennt man sowas Schnurrbart. So, wo musste ich jetzt wieder hin? Ha! Das war so einfach. Was ist das? Der Faden passt diese Jacke. Wie man sie gehört, hat Dr. Jekyll auf den gewesen. Jetzt im Licht! Zerrissen aus! Ja, fast so, als ob die Jacke entwachsen wäre. Das ist ungewöhnlich schnell. Ist der Hulk! Schon fiese verdammten Schlüffler! Ja, wer da? Parole! Also gesagt, kommt mir kein Zweifel mehr ungeschoren davon. Ja. So dünn wie Papier war der Boden mal wieder. Und als ich drüber gelaufen bin, bin ich natürlich nicht eingebrochen. Hm? Was für ein diesenhafter Geselle. Darf ich vorstellen? Ich bin der Chef der riesigen Schwarzsackbande. Ah! Aber die kleine Schattengestalt, die neu von uns reisen haben, das ist eine Handlanger! Meine Stimme mag das. Falsch, Offizierwürstchen. Das war ich. Möglich! Als Helene, Skaldolliheim, Türrahmen gesehen! Türrahmen? Das ist ein Höhlendurchgang. Der war kleiner! Natürlich war ich kleiner. Vor meiner Umwandlung. Schatz, ich habe so ein beklemmendes Gefühl. Er hat auch im ersten Besuch schon gedacht, wir vielleicht nochmal über den Weg laufen. Zum Glück gab es seinen alten Jekyll, seine Elixiere. Da habe ich mir einfach einen Schluck Besiegbarkeit gegönnt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Dr. Jekyll gefragt, wie ich sein Exil belassen hat. Hat er auch nicht. Aber es hat sich gelohnt, diesen Halt umzudrehen. Und jetzt muss ich nicht von Schiffen wie euch alles ausnehmen. Da habe ich pures Feuer in den Adern. Das ist höchst ungesund, glaube ich. Dr. Jekyll ist gebräuchlich, die Einstellung. Könnte das durchaus stimmen. Aber jetzt mal, überlege, ob Tagesmission verschafft. Ich habe spürbar einen Biss gewonnen. Oh. Der tut weh. Als würde er gleich selbst führen. Bannenchef. Gra, ich werde euch zerschmettern. Einfältiger Schuh. Sie haben gar nicht, was für ein Schuh sie auf sich geladen haben. Ja, das übliche Einschätzen, ne? Da machen wir mal. Was machen wir denn da? Brüllflatze? Stampfen? Brüllflatze? Machen wir mal. Stampfen. Sie greift das mal an und eher. Feuer, nein, Moment, der hat ja Feuer, hat er gesagt, ne? Das muss einfach mit Eis. Wuchti. Boah. Okay. Ha! Feuerfell, schlägt er die Klingenwaffe. Element Luft. Zieht Höhlen versteckt da sein vor. Sprungattacken und Schusswaffen. Sprungattacken und Schusswaffen. Sprungattacken und. Ich benutze mal das. Und das hier und dann gleich mal eine große Heilung auf sie und weiter. Boah. Ich hoffe auf ein K.O. Wenn das denn überhaupt möglich ist. Ich hoffe einfach mal, dass sie nicht unterwegs sterben oder so. Und dann wird das schon alles gut werden, ne? Hoffe ich mal. Ich sehe das böse Enden. Hau! Na Kerl, hallo ich habe Dille! Das ist die Schurke, warum immer so ein dickes Fell haben müssen. Oh, verstummt, geblendet, ja, geblendet. Och, herrlich, genau was ich mir gewünscht habe. Oh,
Hätte ich fast was Böses gesagt. Wir haben ja... Nein. Hebt alles statt. Doch. Ja! Ja, Kurfall, bla bla bla. Ich könnte die natürlich auch vergiften. Ja, Kurven halt. Gut, dass er... Ist doch blind, oder? Ach nee, er ist ja glaube ich nicht blind. Er ist nur still. Ich sollte vielleicht meine Taktik überdenken. So wird es nämlich nichts werden. Obwohl. Vielleicht wird's ja was. Vielleicht treffe ich ihn dazu, wenn ich mal irgendwann. Engen Körper schon Kräfte, die Zweck belohnt. Noch mal mehr! Über Pillen unser Gruße gelernt! Nein, dafür dick fahre ich nicht noch einmal! Schon passiert. Ja. Schön, dass ich die einfach weggedrückt habe, ich dachte, das wäre wieder sein Standardspruch. Du sollst doch ankündigen! So, irgendwer ist nicht mehr geblendet. Sehr schön. Mir Bob trotzdem noch mal eine große Heilung raus. Und ja. Ich möchte meine Medikamente nicht verschwenden. Schlüffer glaubt, mich dran kriegen zu können. Ha, jetzt ich richtig auf. Den Wasserhahn. ja. Kurbar. Stille und Schlaf. Nein. Puh, nichts Schlimmes passiert. Schulterrahmen. Sicher ist sicher. Naja, hätte ich mir auch sparen können dieses Mal, aber was soll's. Ich hab Bescheid, Holzer. Oh. Ich wünschte nur, ich würde ihn mal. K.O. hauen können. Das wäre sehr schön. Oh, der ist vergiftet worden. Bin ich dafür. Vor allem, weil es das gerade so toll bringt. Hier, es brennt, es! Komm schon! Hör zu, was dich trinkt! Du nimmst einen Schlüssel. Ha! Ein Schatz! Hä? Unterlagen! Schwarzmarktpunkte scheint großes Deal, die bis Züge der Fabrik veranstaltet zu haben. Das ist ein Wunder, dass die allgemeine Versorgung nicht voll zusammengebrochen ist. Hehler Papiere an dich, oh. Ja, ja. Was haben wir hier noch so? Jan, der Panchef hat sie wohl allein versucht, Chippels Elixier nachzubrauen. Chemie ist nichts verstümmelbar. Immer ist auf ein Rezept für ein paar Mal an die Kurdrops gestoßen. Okay. Drops. Oh Gott. Ja, nochmal dasselbe. Dieser riesige Schrank ist nur für da, um fehlgeschlagene Experimente zu zeigen. Tränkebraun. Weiter. Moment. Ich lese doch nochmal die Rezepte. Weiter. Fischsuppe, Bananen. Alles schlecht Zustände auf. Kann ich vielleicht nochmal Dings brauen? Nee, ich hab keine Zutaten. Kriegst doch keine mehr. Spasti, du pissst dich von meinem Kissen. Ja. Nein, das kennen wir schon. Die schieben mir den Teller nicht hin und her. Melde! Öl ist sauber, steht zur neuen Wohnzuteilung bereit. Pff, mir doch egal. Ich lauf schon wieder da rein. Und das Licht, das ist böse, das kann nicht richtig sein. Das ist böse! Böse! Ja, mit Husten aufzunehmen ist auch böse. Ja, der hat auch nichts wirklich Neues, Besseres, Schöneres für uns. Würde ich sagen, wir machen mal die Nebenquests noch weiter.
Sie haben nichts zu suchen! Immer an! Den Beweis nehmen wir mit! Was für ein Beweis? Herr Briggs hat geraumer Zeit systematisch ausgeraubt. So, ihr Clown-Wie-Rahmen war ja auch selbst. Eben nicht. Sind das Opfer der Schwarzbank geworden. Sehen Sie selbst. Ha. Gibt's doch nicht. Ist alles aufgeführt, was ich vermisse. Hier ist ein Stück. Glauben Sie uns jetzt, dass wir sie gestohlen haben? Dass wir sie gestohlen haben? Herr von Brecheisen. Gerne Arbeit, Bursche. Hat mir keine Moral predigen. Was sind diese Schwarzbank-Bande? Ausschaltet! Unser Final! Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Vorher vielleicht etwas heftig gewesen. Es sind die Angelegenheiten. Lass es gut sein. Also, warte. Ein Fohlen zu Brecheisen ist dem fein genug, aber um verzeihen zu können. Schatz, sag es bitte nicht. Sie war's gut bei mir. Eigentlich habe ich dieses Team zwar noch in den Ruin getrieben. Mach so schnell wir können. Nur schade, dass er von Brecheisen davon nichts überzeugt ist. Yeah, Vulkan. Und. Ja, gut. Jetzt können wir es von meinem kostbaren Bowls haben. Sieh das große Dankeschön an. Ja, Bauholz. Diese schnell erschöpfende Ressource. Neulich sang ich doch tatsächlich eine Hi-Ho bei der Plackerei, da arbeiten jetzt allein. Ich kann super singen. Ich werde es nie wieder tun. Das alte Druckkessel taugt eigentlich nichts mehr. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem noch anmühe. Warte mal ab, guter Mann. Da ist nicht ganz erstaunlich, das fertig. Gott. Oho, ich bin der Fertige. Das ist ein vorschönes Gerät. Das bricht sich auch durch alles Fels. Dann können die Gesteinshacker darauf konzentrieren. Sie klubben das hier aus dem Wettbohr, die Ärzte rauszuschlagen. Ab sofort arbeiten wir doppelt so effektiv. Vielen Dank. So heißen er infiziere Fernsehen. Vielen Dank, dass wir wieder faul auf Maschine ausgeholt haben. Ach, weil wir die technische Erkennung so richtig gut. Ja, das ist. Hi ho, um Stein, da bin ich froh. Ich hacke fröhlich ebenso. Hi, oh Gott. Hey, können wir da reinspringen? Los, lass die Party starten, let's fetz. Eine gewaltige Spitzhacke. Die ist größer als ich. Kann ich die nicht mitnehmen als Waffe oder so? Essenhäcksler ist eine feine Sache. Wir kippen das ausgebrochene Stein ein und dort wird er unnütze Stutz zermalmt. Übel bleiben mir die wertvollen Erzmineralien. Ich weiß gar nicht, was wir ohne diese Maschine machen sollten. Wo waren sie geworden? Karl! Okay, Feuer, sonst langweilen! Ah, meine Stimme mag das gerade gar nicht. Ist die mir noch immer schwerer? Ist wie eine Frau. Gerade sammeln, gerade wegkippeln. Kippen, kippeln, Warum wirst du plötzlich gleich liegen? Anschaufen. Mit einer Geiße tun, eine Spitzhacke. Ja, wollte ich mal gesagt haben. Mann, Mann, Mann! Noch eine Frau! Also für teures Gestein. Wir wackeln Hacker schuften und schuften, aber wir kommen nur zentimeterweise voran. Aber spuckt der Vulkan Schlacke in der Ulrichsform aus. Und dieser Schaumschlüssel. Ah ja, richtig. Warte mal, was wir das jetzt hinschieben. Rate mal, wer nicht Deutsch kann sprechen, ne? Oh Mann. Boah, manchmal kommt mir das Spiel vor, als würde es mich wie auf Schienen fahren. Hat einfach keine Möglichkeit, irgendwo mal links oder rechts abzubiegen. Gut, kann ich rüberschieben. Der Schienenwitz war jetzt eben total toll und hat totale Sinn ergeben. Besser, wir reden nicht weiter darüber. Und Moment. Sicher ist sicher. So, ein Stück rüber dann. Hoch und voila! Das Modell ist dem Präsidenten tatsächlich verblüffend ähnlich. Dann kann jetzt endlich wieder weiterklecksen! Mann aussehen. Jetzt 50 Erfahrungspunkte. Schlagkühl Form des Präsidenten. Stellen Sie mich nicht, ich tupfe gerade den Präsidenten. Bleiben wir in Stirn, weiß Blitz für den Vulkan jetzt. Ja. Moment. Naja. Nö, hab ich schon gemacht. Hatte ich alles schon gemacht, gut.
Wobei ich. Richtig, ich habe ein Brett vom Kopf. Nein, in der Tasche. Hey Baby, willst du mal ein richtiges Brett sehen? Ich gehe ganz schön weg hier. Ja, Achtung und so, ne? Riss ist abgerichtet. Puh, Glück gehabt. Ja, klar, dass die Risse abgedichtet hatten, wurde auf den Druckausstau schon einmal eine kleine Detonation ausgelöst. Sag heißen Dank, Herr Leutnant, der beinahe erstickt. Was ist denn nicht vor die Tür gegangen, die Luft zu schöpfen? Und Befehle bei unseren Vorgesetzten? Kann ich schon denken, wer jetzt etwas beigebracht hat. Versuchst du uns einfach nagen, das Schwimmen das Sonnenbrandringen gehindert. Ich bin jetzt nicht so der Experte, aber ein Riss im Wand mit Holzbrennen vernageln? Funktioniert das überhaupt? Kann ich mir das nämlich irgendwie gerade nicht vorstellen. Aber egal. Ja, egal, Karl. Ne? Wir machen jetzt mal ein paar Löcher zu, war da nicht noch mehr? Ja, es sind noch mehr, aber es geht nicht. Gut. Ja, dann. Nein, wir müssen ja unten rumschieben, sonst kommen wir den Stein nicht vorwärts. Also da weg. Weiß Bescheid. Ihr wisst ja Bescheid, was ich meine. Hä? Wer ist der Idiot überhaupt? Wo muss ich denn den Stein überhaupt hinschieben? Übrigens Bananen, weil wir noch keine haben. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher und nehme sie mal mit, ne? So, ich weiß gar nicht, muss ich den jetzt einfach da irgendwo ins Wasser schieben oder an eine bestimmte Stelle? Okay, da schon mal nicht. Da, 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 da. Dann eben da. Haben Sie vielen Dank, so sollte ich es schaffen. Geschafft! Ich habe mich schon wie Robinson gefühlt. Ja, auf seiner kleinen Insel. Gibt's hier noch irgendwas? Oh, ich nehme das Gras mit, alles meins. Gras im Sommer. Moment, das war Schnee im Sommer. Aber bevor ich es vergesse, gerade ist es sorgsam abgedichtet. Das ist eine wichtige Meldung. So, dann gehen wir wieder rein. Ja. Hat wer noch nicht heute? ist da vielleicht schon was Neues zugeteilt worden? Nein. Nein, nein, nein. Ich bin nicht. Ich könnte mir nochmal heilen. Und dann würde ich sagen. Können wir mit dem Hauptspiel weitermachen? Wenn ich nicht irgendeinen. Quest vergessen habe. Sehr schön finde ich auch, dass wir nur ein Holzbrett mitgenommen haben, oder? Ein Holzbrett haben wir mitgenommen, oder? Moment. Holzbrett. Kernnadel, frischer Fisch, Bananen. Eine Art gelbe Gurken anders. Ist alles aufgebraucht, wie es aussieht. Ich habe kein Brett mehr, verdammt. Ärgerlich, Birne hebt MB Dauer von 5. Link halt. Ich könnte es mal wieder wegen verteilen, 6. Ach, hat er später noch Zeit. Ist jetzt nicht so wichtig. Ist auch überhaupt mit einer Haut? Könnte es eigentlich. Naja, eins. Lied bei Sammlern. Ich behalte. Nicht so, dass ich noch verkaufen könnte, oder? Nein, die brauche ich wahrscheinlich nie wieder, aber ich gebe mal auf. Was ich alles hab? Hey, kann ich verkaufen? Cool, da kann man unendlich viel Geld farmen. Kaufe noch wegen Ausrüstung. Was haben wir denn noch zum Auf? Edison Schild.
Tank. Er kann ja eh nichts. Moment. Also, er hat. Ne, das ist nicht Titan. Panzer. So. Titan. Geht das nicht? Hä? Ne, Moment mal. Moment, ich. Ach ja, ich habe ja eine andere Waffe ausgerüstet. Deswegen kann er auch. Wir verleiten dazu, es zu kaufen. Das ist der Stahlhelm. Ich denke mir schon, warum Stahl besser als Titan, ne? Ich bin jetzt verleitet. Kaufen. Ach, obwohl, wozu? Wir brauchen es momentan nicht wirklich. Und ich speichere mal und sichere dann meine Spielstände aus einem ganz einfachen Grund. Die Reise ins All. Was? Zur Hölle?